Das ist Hengsti. Ein 10-jähriger Istanwalach und ein Enkel von Hörde von Reykjavik. Das war früher mein ganz bekannter, sehr schöner Fünfgang-Hengst. Und die Mutter Skutla Frau Bakakoti kenne ich nicht. Vater der Mutter Japo Frau Sitbaka kenne ich auch nicht. Gut. Der Hengsti, dieser Wallach mit diesem tollen Namen, er heißt Hengsti, weil er, wie die meisten Wallache, mal Hengst war. Und der ist auf keinen Fall übertrainiert. Der ist 10 Jahre alt und gerade eben angeritten. Wundern Sie sich nicht, das ist einfach so. Das sind einfach private Umstände gewesen, die dazu geführt haben, dass er bei seiner Vorbesitzerin nicht angeritten werden konnte. Und dann kam er eben hier knapp 10-jährig zu uns und ist dann angeritten. Und dafür hat er es eigentlich ganz gut gemacht. Jetzt seht ihr, die Mal ist da vorne am Kopf stehen. Man sieht auch, dass er so ein bisschen aufgeregt jetzt gerade ist. Wir haben noch gerade vor einer Minute ein paar Runden hier im Dressurviereck ablaufen lassen. Dabei sind die Ballenboots hochgerutscht. Die man macht die gerade wieder neu fest. Und ich lasse die Mal auch mal gerade im Moment anführen oder beim Aufsitzen einmal kurz festhalten. Der ist jetzt so ein bisschen aufgeregt, weil er diese Situation hier nicht kennt. Aber wir werden bestimmt im Laufe der Vorstellung feststellen, dass er eigentlich ein ganz einfaches, braves Pferd ist. Okay, danke Simon. Okay, einmal links daneben und dann ein paar Meter führen, wo das ist. Alles klar, schon vorbei. Danke. Ja, das hat jetzt gerade einen völlig falschen Eindruck gemacht. Denn eigentlich ist er der, auf den man ja, nahezu jeden Reiter draufsetzen kann, der ganz leicht einzutölten war und ganz einfach töltet, fleißig ist, gut vorwärts geht, aber normalerweise deutlich gelassener, als er sich jetzt hier im Moment zeigt. Aber das wird sich auch gleich, glaube ich, mit Sicherheit geben. Und dann ist er wieder so, wie wir ihn eigentlich kennen, dass man ganz wunderbar gemütlich mit dem reiten kann. Er nette Bewegungen hat, guten Takt hat, ganz einfach zu töten ist, bisschen auf der Bahn noch rumschlingert und noch nicht so gut auf der Spur bleiben kann. Aber man sieht, ich mache ja eigentlich nichts Besonderes. Ich sitze da nur gut hinten fest im Sattel, habe eine leichte Verbindung zum Pferdemaul. So, und das ist eigentlich das Bild, was Sie jetzt sehen, was dem Pferd auch wirklich gerecht wird, dass er dem so zu reiten ist, wie ich es gerade zeige. Mit einer Hand ist noch wach und aufmerksam, aber eigentlich ganz unkompliziert und einfach zu reiten. Und man darf halt eben nicht vergessen, auch wenn er 10 Jahre alt ist, der ist gerade erst angeritten. Ich habe das in meinem Beruf schon ein-, zweimal erlebt, dass ich schon ältere Pferde angeritten habe, die vielleicht auch noch Hengst waren. Und das hat er gerade da hinten so ein bisschen geklemmt. Und das ist zum Teil dann doch recht schwierig, weil die doch ganz oft nicht den nötigen Respekt vor Menschen kennengelernt haben. Das geht bei ihm so, aber so ein bisschen ist das auch so der Typ, der wo tendenziell eher eine etwas klare Linie braucht. Aber man sieht, wie schön taktklar einfach der zu töten ist. Ab und zu muss man mal so ein bisschen mit der Hand rangehen, aber dann ist es auch schon gut.
kann recht sauber traben. Wobei bei seinem Trab, der auch noch unsicher ist, merkt man immer wieder, wie viel Tölt dazwischen ist. Und man braucht nur ein bisschen sich reinzusetzen und er geht direkt in Tölt über oder halt eben in Galopp. Das Gute ist, er hat keine Passklemme, also er hat viel Tölt, ist eher unsicher im Trab, aber geht dann aus dem Trab nur in den taktklaren Tölt rein und erfreulicherweise nicht darüber hinaus in einen Pass. Auch jetzt hier vom Galopp, das dauert auch nur 2 Meter und dann ist er wieder ganz sauber und taktklar. Und man sieht hier mit der Kurve, wo er das erste Mal noch so ein bisschen geklemmt hat, die durchläuft er jetzt auch schon am zweiten, dritten Mal ganz brav. Also der ist eigentlich ein braves, ganz normales Pferd. Nett zu reiten, groß, stabil, stark. Und wenn er mal noch ein bisschen mehr Reitroutine bekommt im einfachen Reiten von Spazierritten und Ähnlichem, dann wird das alles noch viel unkomplizierter und er wird ein sehr angenehmes, schön töltendes, taktklar gehendes Freizeitpferd werden, was von jedermann zu reiten ist, kann man sagen. Okay, Hengsti, der 10-jährige, soeben eingerittene.